Tja, hallo, mein Name ist Alexander Berg. Ihr kennt mich von Facebook und ich habe auch einen Blog und schreibe hauptsächlich über Wirtschaft, weil wir an einem Wirtschaftsmodell gearbeitet haben, was wir jetzt fertig in Händen halten. Und vor ein paar Tagen hat die Bundeskanzlerin zu einem Zukunftsdialog zwischen Bürgern und Fachexperten aufgerufen. Uns wurden drei Fragen formuliert, die habe ich aufgenommen und dazu ein paar Gedanken formuliert. Fragen heißen: Wie wollen wir zusammenleben? Wovon wollen wir leben? Und wie wollen wir lernen? Drei Fragen, die man nicht getrennt betrachten darf, denn sie stehen ineinander in Wechselwirkung. Gesellschaft, Ökonomie und Bildung. Und meist außen vor gelassen, Natur und ihre Ressourcen. Die Ökonomie selbst hat die Kernaufgabe, die Lebensgrundlagen einer Gesellschaft zu gewährleisten, dies auf Basis arbeitsteiliger Wertschöpfung, bei sinnvollem Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Um sich in diesem Gesamtgeflecht der Systemstrukturen als Ganzes zurechtzufinden, bedarf es zeitgemäßer Ausbildungsmuster, die die Grenzen bisheriger Fachorientierung schrittweise auflösen und darin enthaltene synergetische Effekte und Zusammenhänge durch konsequent interdisziplinäre Ausbildungsmuster freisetzen. Mit Hinsicht auf ein wirksames europäisches Miteinander im globalen Umfeld bedarf es dazu zeitgemäße Organisationsformen in den Unternehmen. Durch schrittweise Neuorientierung dieser gesellschaftlichen Lebensgrundlagen nach dem ganzheitlichen Ansatz. Auch im Sinne längst notwendiger Anpassung in sich rasch verändernden Markt- und Mitbewerbsanforderungen. Derzeit haben wir nichts anderes entgegenzusetzen als immer kompliziertere, aufwendigere, teurere und exklusivere Produkte mit immer größeren, schwerfälligeren und unflexibleren Unternehmensstrukturen herzustellen. Doch mit ausschließlicher Fokussierung auf Hochtechnologie haben wir längst die komplementäre Balance zwischen Technologie und Organisation verloren. Damit nicht genug, tragen Ängste, Existenzängste letztendlich, Unsicherheit, Wunschdenken, Interessenorientierung, pures Gewinnstreben, liebgewordene Gewohnheiten, Besitzstandswahrung und zunehmend krankmachende Arbeitsbedingungen, denken wir hierbei an die 10 Millionen an Burnout-Erkrankten, dazu bei, dass allein in der deutschen Wirtschaft jährlich 363 Milliarden Euro Verluste durch ungenutzte Zeit entstehen. Auf diese Weise wird gesellschaftliches Miteinander unterbunden, treten Werte und Moralvorstellungen in den Hintergrund, dies so lange, bis wir wieder einen Boden unter den Füßen haben, eine wirksame Basis für alle. Was wir zwingend brauchen, sind einfachere, flexiblere, servicefreundlichere, kleinere und nahezu selbstregelnde, synergetisch wirksame Unternehmens- und eigenverantwortliche Teamstrukturen. Die dazu notwendigen Lösungsmuster zur schrittweisen Neuorientierung, wie auch die Grundlagen zeitgemäßer Ausbildungsmuster, halten wir mit dem Schubeus-Modell bereits in Händen. Basierend alles auf 40 Jahren Praxis in der ganzheitlichen Neuorientierung von Unternehmensstrukturen, bestätigend ergänzt durch über 15 Jahre wissenschaftlicher Recherche. Wir sprechen hier von Praxis, wir sprechen von außergewöhnlichen Effekten und Möglichkeiten. Wir suchen Mitstreiter, die erkannt haben, dass der Wandel nur über neue Organisationsformen schrittweise gestaltet werden kann. Vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.